Hi, ich bin Steffi, Motion Designerin bei Digital Media und wir sind hier auf der IAA 2022. Ich bin der Steffi von Digital Media und ich kümmere mich auf der IAA Mobility ums Content Management. Hi, ich bin der Axel von Norman Müller, kaufmännische Projektleitung hier auf der IAA Mobility 2023. Wir sind jetzt eine Woche vor Show. Heute wird LED auf der Mainstage gebaut. Morgen kommt dann der ganze Rest vom Video und wir starten auch mit unserem Content-Team morgen. Das ist die Blue Stage. Wir haben den Content gemacht für alle 5 Stages. Quasi das komplette Medienpaket von Stingen über Intro-Opener, über Pausenloops, über Bobbin, über Stillframes. Eigentlich alles, was sich hier bewegt und flackert. Also ich habe das Design, was wir jetzt hier sehen, zusammen mit unserer Digital Media Abteilung im November begonnen. Die Steffi hat alle meine Ideen, die ich mit Bleistift gekritzelt habe, zum Leben erweckt. Und angefangen haben wir, glaube ich, im Herbst letzten Jahres, als der Axel kam mit 3 Zeichnungen und hat gefragt, ob wir das irgendwie in 3D visualisiert bekommen. Und jetzt sind wir stolz, dass es hinter uns tatsächlich genauso steht, wie wir uns das gedacht haben. Für das Content Management auf der IAA arbeiten wir mit einem Cloud-System, das wir bereits mehrere Monate vor Start der Messe den Organisatoren zur Verfügung gestellt haben. Diese sammeln darüber die Inhalte und Präsentationen der Speakerinnen und Speaker ein. Die Inhalte synchronisieren wir live seit dem Aufbau auf einem Server, den wir lokal auf der Messe eingerichtet haben. Der steht an der Mainstage und alle anderen 4 Stages greifen zusätzlich mit auf diesen Server zu und haben so zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort die richtigen Inhalte. Durch das Serversystem haben wir die Möglichkeit, spontan und flexibel auf Änderungen zu reagieren, ohne dass wir mit großem Personalaufwand händisch Dateien zur Bühne bringen müssen. Zum Konzept der Bühnen gehört eine Intro-Slide, die am Anfang eines jeden Vortrags die Speakerinnen und Speaker, die an dem Panel oder der Keynote beteiligt sind, auflistet, sowie den Titel der jeweiligen Session. Die Intro-Slide wird durch eine große Excel gefüllt, in der alle 500 Speakerinnen und Speaker aufgeführt sind. Dies ermöglicht es uns auch dort, spontan auf Änderungen reagieren zu können, ohne einen großen Verwaltungsaufwand zu haben. Das Content-Management-System mit der Cloud und dem lokalen Server wird außerdem dafür genutzt, die fertig geschnittenen Recordings den Speakern 24 Stunden nach ihrem Vortrag zur Verfügung zu stellen. Also der größte Spaß natürlich dann hier vor Ort alles zu sehen, alles zusammenzubringen und einfach die Leute auf der Bühne stehen zu sehen. Dahinter der Content, den man produziert hat, ist eigentlich eine Belohnung quasi am Ende, alles zu sehen. Dann haben wir schöne Show. Bis später. Das Besondere für mich auf der Messe ist einfach das Zusammengreifen der verschiedenen Abteilungen bei uns in-house. Wir haben unsere Digital Live Event Abteilung, die sich mit um das Cloud-System kümmert. Wir haben unser ICT, das Netzwerk vor Ort managt und Remote Service, sodass wir immer Ansprechpartner haben, sodass alles zusammengreift, dass wir am Ende dem Kunden ein gutes Endergebnis abliefern können. Ich möchte mich bedanken bei Digital Media. Der Pasquale hat einfach Unglaubliches geleistet. Wir haben mit dem Steffen zusammen neue Wege des Content Managements entwickelt, erfunden. Das ist ein ganzes Team hinten dran. Die Steffi hat alles designt. Absolute Sensation. Ihr seid Hammer und mit euch machen wir das einfach so weiter.